Joa, willkommen zum vermutlich letzten Hostepastüben. Ich habe gerade noch einen Dummer im Mund. Jo. Werden wir wahrscheinlich heute. Wir haben nur zwei, drei Aufzählungen in der Liste. Und mit dem Bunker werden wir heute fertig werden. Und ja, mit der Einrichtung des Büros werden wir fertig werden. Dann sind wir durch mit dem Ding. So, ich muss euch mal was zeigen. Ich habe hier nämlich mal ein bisschen was besucht. Ich hab entdeckt, dass es einen Workshop für das Spiel gibt. Und Plüschtiere, ganz wichtig, Plüschtiere habe ich einige besorgt. Bin ich mal gespannt, wie das hier, was man hier machen kann als erstes. Als ganz wichtig, mal schauen, ob das da überhaupt hinpasst. Und ich müssen wir noch einen anderen Ort dafür finden. Plüschtiere braucht es auf jeden Fall hier auch auf dem Sofa. Wahrscheinlich können wir es nicht auf das Sofa stellen. Hier. 4K Smart TV. Mal schauen, ob wir den hinstellen können. Ist leider keiner zum Hängen. Da ist ein bisschen besseres Programm drauf. Als dort. Ja, ist halt hier. Ein Wandbildschirm ist halt schon besser für das Wartezimmer. Aber hier kann ich mir vielleicht irgendwann hinstellen. Stell den mir jetzt mal hier hin. Es wird auch möglich sein, dass ich mir hier irgendwo einen Tisch kaufe. So ein Wohnstubentisch. Nö. Möbel, Wohnzimmer, Tische. Das ist ein Regal, ja. Hier ein Regal, was versuchen. Sowas hier. Genau hier hin. Ja, das kann man ja nicht umschalten. Man sieht es auch, dass es hier nur, naja, noch reingekiet ist, aber. Weiß nicht, ob das jetzt problematisch beschrieben ist, aber. der Bilder zu zeigen. Wenn die Logos hier. Ein Workshop von Community hier gemacht. Nicht meiner Community, eine Haus-Community. Das ist auch ganz wichtig. Das passt hier noch daneben. Eine schöne Flagge, ein Flaggenmast. So muss das nämlich. Ist besser als diese Banner hier. Die werden wir auch noch dazu behalten. Großartig. Und Plüschtiere, die müssen wir hier noch platzieren. Die ich mir rausgesucht habe. Hier natürlich passend. Hogwarts Legacy Release. Diese Woche.
Hier vielleicht irgendwo aushängen. Wanted. Genau hier. So. Teddy's. Bauen wir auch im Schlafzimmer noch einiges, aber hier auf dem Sofa. War das nicht so, dass wir die nicht auf so viel einhören auf allem? Dummerweise dürfen die nicht aufs Sofa drauf. Was ich ehrlich gesagt nicht verstehe. Absolut nicht. Ein Teddy kommt noch da drüben. Kommt jetzt Teddy los hier. So, wo sitzen wir die anderen hin? Hier haben wir ein schönes Einhorn, ein großes Einhorn. Das kommt hier hin. Ja, den pinken Plüschstück will ich, das werde ich mal lassen. Welchen von denen nehmen wir? Den pinken Hasen nehmen wir noch mit. Oha. Ist auch riesig. Passt hier leider gar nicht rein. In die Ecke vielleicht. Sieht doch schon viel freundlicher aus hier. Das Fensterbrett passt da bestimmt hin. Hier ist auch noch ein Riesenteddy. Das sind die zwei Katzen mindestens noch. Schwarze Katze. Die Tigerte Katze. Na komm, sie wird doch hier aufs Fensterbrett passen. Großartig. Habe ich das Gefühl, da muss noch ein drittes Tierchen hin. Habe ich leider keins. Passt. Dann ab in den Keller. Können wir es mal was einrichten? Erstmal abduschen. Ein bisschen steril reinkommen. Und rein hier. So, das Zimmer haben wir hier heute. Zu hübschen. Als erstes würde ich mal sagen, nehmen wir die ganzen Steinwände hier weg. Machen die Decke weiß. Und die Wände hier
bunte Wände braucht es hier in dem Lebensraum. Damit hier in dem Bunker nicht in Krisenzeiten die die Farbe fehlt. Die Frage ist, können wir einfach mal Fenster, Trappenfenster reinbauen? Das geht natürlich nicht. Wenn der Bunker auch ein bisschen blöd. Und so bei Attrappen, so aufgemalte Fenster, das wäre doch so. Okay, erstmal müssen wir mal Glaswände. Das große Glas und dahinter so ein Terrarium mit grünen Pflanzen und so, das wäre auch was. Wir wollen Madern färben. Unbedingt weiß für Decke. Mach jetzt mal small. Kleinen Topf. Seiden finden wir denn Naturtapeten? Das wäre hier irgendwie. Das wäre auch noch lustig. In der Tapete Berge. Ich dachte eher, dass man da wirklich da eine Landschaft hinmadert. Das wäre wirklich. Wie sehen denn die Kindertapeten aus? Sieht es zu kitschig aus? Wahrscheinlich schon. Ah, wer was? Kann man zumindest für eine Wand. Für die Wand hier. Warum nicht? So ein Kindertapete, aber fühlt man sich auch schon gleich. Die Berge, die schöne Landschaft, das ist da. Ein Bunker, genau das Richtige. Das ist doch mal was. Dicke weiß. Gucken wir mal, was wir mit dem den restlichen Wänden machen. Und den Boden, oder der Boden geht eigentlich so. Und das letzte Mal schon, glaube ich, bestimmt. Brauchte ich fast gar keinen Eimer für. Einmal die Rolle. Da müssen wir auch noch mal gucken. Erstmal hier. Was machen wir mit der Wand? Und dann hier kommt eine Sofa-Ecke hin. Und dann wie eine Fernsehsache. Und draußen haben wir ja Duschen.
Hier haben wir ja die Betten, da machen wir ein Schlafzimmer hin. Duschen. Können wir hier einen Lebensraum machen. Mal schauen, was wir noch für so Tapeten finden. Sonst malen wir mit Farbe. Glaswände, die Idee ist gar nicht mal so verrückt. Da müssten wir halt ein bisschen mehr. Das traue ich mir nicht. Wandfliesen. Und da brauchen wir hier fürs Bad. Noch was hübsches Helles für den Rest der Wand. Was nicht ganz so albern wirkt. So eine grüne Tapete. Ja, diese grüne Tapete dort, die wirkt trotzdem gut. Ich würde es mal zumindest ausprobieren. Ja, jetzt haben wir sie gekauft. Jetzt ziemlich gewagt. Ist zu much, würde ich sagen. Wir kaufen mal sie wieder. Ich würde es einfarbig streichen, das ist unspektakulär. Und hier der Fernseher dann dran und so. Schöne Dekos. Wo die eine Wand könnte man das eine, den einen Fleck könnte man so lassen. Das hätte was. Und den Rest weiter streichen. Farben. Was nehmen wir denn da? Leicht cremig und auf jeden Fall auf so ein Gelbton setzen. Wirklich eine für Pfirsich vielleicht. Für einen Bunker. Nehmen wir Grau auf jeden Fall eine. Ja, kann man machen. Hat was. Mit dem Grün gematcht, wirkt das ziemlich extravagant. Aber macht Spannung rein. Das ist ja jetzt alle Wände in dem Orangeton hier machen. Den Türrahmen auch mal streichen. Kann man gern vergessen, dass es da rausgeht. Zur Dusche und zum Vorrat. Das wirkt doch schon super. Dann noch ein extravagantes Bild drauf anhängen an die Tapete. Schleuse schließen. Schlafzimmer würde ich hier keine Experimente machen. Deswegen würde ich mal lieber sagen,
Mit dem Klingen verbote ich alle Zuschauer. Mach mal hier das Experiment an dieser Wand. Ganz wild. Sollen wir es auch noch streichen? Ich finde, es hat aber was, das Ding hier. Neben der Wand. Und da jetzt noch ein großes Bild dran hängt. In passender Größe. Dann sieht das gekonnt aus. So, folgendes werde ich jetzt mal machen. Farben. Blutrotsgewirr. Nicht großartig. Nee, es ist zu sehr. Schweres Grün. Muss mal kurz googeln. Nehmen wir das hier. Nun würde ich das hier nehmen. Ja. Dann nehmen wir mal. Blaue Töne. Und
Mal schauen, ob das überhaupt alles in die Wand passt. Eigentlich nicht, aber gehört irgendwie mit dazu. Mal schauen. Hier das Schwarz kommt auf keinen Fall nach oben. Also kommt es nach unten. Oh weia. Das können wir gar nicht von unten nach oben machen. Und Wände. Eins, zwei, drei, sieben. Schwa. Da mal ein Problem. Dann halt so. Sieht auch gelungen aus. Ein bisschen Regenbogen. Und hat einen tollen Übergang zu dem Gelbton. Ein bisschen Regenbogen am Bunker. Ich kann mir die Wand weiter streichen. Müssen wir ein bisschen experimentieren. Okay, passt da noch hin. Schafft das hier den Übergang zu dem hier? Wie weiß muss dieser Streifen? Wenn das Licht ausmacht, sieht man es am besten. Ja, hätte auch noch rot machen können, rot-orange nochmal machen können. Und mit rot bin ich vorsichtig. Hmm.
Ja, hat auf jeden Fall was. Lass mal so. Wo was noch was Schlimmes an. So, das Klo. Brauchen wir auf jeden Fall eine Einrichtung. Okay, das Weiß und die Farbe, die brauchen wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall nicht, aber vielleicht drüben noch. Ist vielleicht ein bisschen too much, aber vielleicht können wir das wieder gut machen. Ja, da sind alle Farben irgendwie vertreten. Sieht das gewollt aus? Ja, weiß auch nicht. Okay, erstmal Wohnzimmer. Ein Fernseher. Okay, wo ist denn unser Fernsehschrank? Den könnten wir doch hier unten gebrauchen. Ups, vergessen abzuduschen. Nach unten schleppen. Ich meine, hier sieht ja auch gut aus, aber ach, was soll's? Das Ding hier. Hier einen neuen hin. Möbel, Wohnzimmer. Zack, bauen wir auf jeden Fall. Regale. Modernes TV-Regal. Machen wir das so. Das nimmt schon alles an Platz weg. Nee. Das ist mir zu groß. Okay, TV-Schrank. Ein kleiner Schreibtisch kommt noch drüben ins Schlafzimmer mit rein. Hier würde ich erstmal den Lebensraum einrichten. Das ist am wichtigsten, da muss am meisten Platz für sein.
Möbel, Wohnzimmer. Eine bequeme Couch braucht man natürlich. Sofas. Zu klein darum. Das sieht aber auch bequem aus. Das geht mir natürlich nicht klar. Wie sieht dies hier aus? Nee, absolut nicht. Schauen wir mal, was wir da finden. Ja. Eine Sofaecke, das wäre schon was Tolles, wenn es passen würde. Das war mir ein bisschen zu breit. Dummerweise. Das wird gut überlegt sein hier mit dem Sofa. Breitledersofa. Und dann hier noch ein Sessel hin. Sessel. Ich habe eine bessere Idee. Sitzsack. Sitzkissen. Thank you.
Und vielleicht noch eine Lampe hin. Stehlampen. Sehr großartig. Sieht jetzt schon gemütlich aus. Ein bisschen niedrig das Sofa, aber ja, man will sich auch hier fallen lassen. Okay, was bringt man zum Wohnzimmer? Ein Tisch auf jeden Fall. Passend zum Sofa. Okay, wir müssen auch ein bisschen Plüschtiere. Natürlich, wenn die nicht aufs Sofa dürfen. Echt merkwürdig. Das Plüschtier gehört eher ins Schlafzimmer. Der ist gigantisch. Ihr merkt, mit jedem Kuscheltier wird das angenehmer. Flauschiger. Habe ich noch was gesehen? Ein Aquarium, das wäre doch was. Fische. Da braucht es auch wieder einen Schrank dafür, aber ja. Das ist es. Eine Uhr brauchen wir hier unten wirklich absolut nicht. Das ist absolut hinderlich. Eine Uhr oder ein Kalender. Uhr und Kalender an Bunker zu hängen, das ist absolut. Hier soll man die Zeit vergessen. Objekte. Ein Kloschild. Schrank würde ich haben. Möbel. Wohnzimmer. Regale. Ein Bücherregal brauchen wir ja auch noch irgendwo.
schon was auf dem Bücherregal draufstellen. Den Platz sinnvoll nutzen und diese eigentlich ziemlich hässliche Mode das Aquarium nutzen. Sonst geht's gut. Ein Aquarium so hinstellen. Okay, der Tisch ist glaube ich der, das ist nicht groß genug. Kleine Herzinfarkt gerade. Weil ich sehe, was kommen würde. Die Kommode. Okay, ist die breit genug? Ja, geht doch. Fischchen hat man ein bisschen Leben hier unten. Dann noch ein bisschen Deko daneben stellen. Eine Vase mit Blumen. Rosenstrauß. Noch mehr Leben hier. Mehr Pflanzen. Wo ist die hier? Kadushi, Kaktus. So, haben wir noch eine hübsche Pflanze für den Tisch. Okay, elektrische Ausrüstung, das können wir hier noch brauchen. Ein Flipper. Der safe nicht reinpasst. DVD-Player. Der muss da unten.
Hier ist kein Platz. Dann muss hier Platz sein. Das ist ein wichtiges Ding. Jetzt hat weniger Platz für den Schreibtisch da. Höchst wichtig. Spielautomat hier im Bunker. Sieht hier fast nach Uni aus. Und die fahren ja auch alle so ein bisschen. Aber ja. Eine Soundanlage, das fehlt hier noch. Ein Drucker. Den bricht man eben eher oben. Routerbox, Konsole. Oh ja, eine Konsole braucht man hier. Und Fernseher angeschlossen. Ein 4K TV. Wacht, wacht. Das ist gerade pink. Aber das ist gerade violette und ein bisschen. Und violett finde ich immer gut, aber nicht komplette Controller. Die hier schon auf dem Tisch werden, wird dauernd gespielt. Okay, wir brauchen hier ein Soundsystem. Kann ja auch über den Fernseher laufen. Den Monitor. Ach, Radio. Nö. Die Boxen. Sieht sehr wackelig aus, aber okay. Der einen Schritt nach hinten. Da sind die Boxen auch drauf.
So. Noch so ein Bildschirm, womit man die Aufträge trotzdem noch irgendwie im Auge behalten werden. Nee, das passt hier mit dem Kissen nicht. Nun, was hier was noch fehlt. Laptop, der gehört ja eher dort auf dem Schreibtisch dort drüben. Sie muss auf jeden Fall noch irgendwie ein Schreibtisch hin. Kaufe jetzt mal die Betten. Okay. Hier muss ein gemütliches Bett hin. Oh je. Ich dachte, wir packen hier mehrere nebeneinander. Und zu mehr als zwei sind wir hier auch nicht drin. Im Bunker wird man sich höchstens zu zweit befinden. Geht man rein hin ist gegebenenfalls mit dem Partner. Der Partnerin. Da müssen bessere Lichtschalter hin. Diese hier. Brauche ich immer einen Lichtschalter. Steckdosen. Den Hammer wollte ich nicht nehmen. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall Steckdosen. Steckdosen. Kann man nicht zu wenige haben. Hier benötigst noch einige. Steckdosen überall. So, viel mehr als ein Bett muss hier auch nicht hin. Nachtschränkchen. Und Schrank wäre nicht schlecht.
Passt hier willkommen noch hin. Ein Beistelltischchen. Kommt der Plüschi hin. Ein Wecker braucht man nicht. Nicht im Bunker. Lichter. Kleines Schlaflicht, Schreibtischlampe, ein Deckenlicht brauchen wir hier noch. Was nehmen wir denn da? Jetzt eher gedimmtes Licht. Wie kriegen wir den Kronleuchter hin? Oder die hier in einer dunkleren Farbe. Geht tun. Ungemütlich. Hier passt auch die Kronleuchter hin. Die wir best gut schon eingebaut haben. Das ist der falsche. Oder so eine hier, das wäre auch nicht verkehrt. Ja, ist ein bisschen verdeckter. Stößt sich jetzt zwar sofort den Kopf, aber was soll's. So, Möbelbüro. Müssen wir mal schauen, was hier noch reinpasst. Kleines Schreibtischchen. Thank you.
muss halt irgendwie gehen. Eng auf eng. So ein Stuhl. Muss man ein bisschen, muss man verschieben, dass man hinten und nach vorne schiebt. Schrank wird hier kaum noch hinpassen. Wird auf dem Boden gestapelt. Wäschekorb. Ich kann mal den nehmen. Blödsinn. An einem Regal in der Wand. Von Wandregal. So wird es gehen, da kann man dann zwecks drauf ablegen. Das Bad müssen wir auch noch einrichten. Ach, hier muss noch ein Laptop hin. Nur für den Notfall. Der Gaming-PC steht oben. Bürozubehör. Notizen. Die Zeit verrinnt. Muss wahrscheinlich gleich mal einen Auftrag annehmen, damit ich das noch heute schaffe.
Schwung. Wenn draußen Weltuntergang herrscht, müssen auch Sachen gemacht werden. Da braucht man einen Schreibtisch für. Meine Stimme ist gerade gestorben. Eine bessere Dusche und ein besseres Zeug braucht es auf jeden Fall. Okay, Lichtschalter. In die Steckdose braucht es dringend. Mal das Klo nehmen. Klo braucht es ein und die Kanone bei mir hin. Dusche. In die Toilette. Waschbecken und für den Rest ist nicht mehr Platz. Könnte man auch sehr kurios denken, aber ist kein Platz für Luxus. Hübsch ist was anderes. Ein Handtuchhalterbaum hat ups. Handtuchhalterbaum hat unbedingt. Vom Boden? Nee. So was hier. Thank you.
Seife. Was ist Seife? Duschplatz. Stellen wir auch mal in die Dusche rein. Oder daneben. Klopapier darf natürlich nicht fehlen. Das Wertvollste in solchen Krisen. Klopapier. Stapelhandtücher gehört auch mit dazu. Ja. Oh, beleuchtete Handtücher. Auch schön. Habe ich aber noch nicht gesehen. Die Fliesen würde ich glatt so lassen. Und hier muss ich noch was ändern. Einmal Licht. Darf dann unspektakulär sein. Wow, apokalyptisch. Spiegel für den Vampiren. Okay, Wandfliesen. Darf nicht zu grau sein. Ja, Lope sieht es auch nicht aus, aber früher
freundlicher als diesem, als dieser, diese grobe Wand. Komisch aus, aber ruf die schneller. So fließen. Die dicke Mana nur weiß. So, was ist fertig? Hier muss noch was getan werden. Das mache ich der Einfachheit halber. Könnte sich auch für blau entscheiden. Das Schlafzimmer war. Das habe ich auch mal in den sonnigen Farbton. Damit man mit sonnigen Gedanken einschläft. Leiter kann man leider nicht abbauen, aber dann kommt ja hier zum Schlafen rein. Und zum Arbeiten. Und zum Zocken. Naja, gut. Ich wollte gerade sagen, bitte hab noch Farbe drin. Den neuen Eimer zu kaufen, das ist jetzt. Uff.
interessant. Wenn man die Loop übermalt. Sieht ja mal üblich aus. Ja, sieht doch bewohnbar aus. Hier wollten wir noch ein bisschen Gemälde hinhängen. Für viel mehr Gemälde ist hier auch nicht Platz. Deko. Kommt mal so ein D-Gemälde hin. Hier baut schon so ein schönes Landschaftsfoto noch dorthin. Wo man sich das wegen der Pakete, während der Tapete. Gott. Das hat hoffentlich jemand geklippt. Von den nicht vorhandenen Zuschauern. Ich rede einfach nicht mehr. Ein bisschen. Bisschen sarkastisch, aber. All we have is now. Es gibt keine Zukunft. Wir werden alle sterben. Noch ein Bild bei den Fischen. Schöne Berglandschaft. Joa. Kann man machen, würde ich sagen. Kleiner Durchgang. Kann man es doch überleben für ein paar Monate. Das Bad sieht auch erträglich aus. Hier das Schlafzimmer. Geht's wieder raus in die Freiheit. Das habe ich gesucht für unten und nicht gefunden. Ja, gut. Würde ich mal sagen, hier zwei haben wir noch. Dann machen wir. Ich mache das eine kurze Toilettenpause. Bis gleich.
10 Minuten, eine Viertelstunde. Mal schauen. Dann machen wir weiter. Wir sind noch fast halbwegs im Plan. Das ist wieder, kriegen das noch hin. Sind vielleicht auch kürzer raus, Aufgaben. Mal schauen. Oder auch nicht. Ich habe ein großes Häuschen erworben, nur muss es grundlegend noch renoviert werden. Ewig lange Aufgabe. Bis gleich.
So, dann würden wir mal noch ein bisschen weiter spielen. In zwei Aufträge annehmen. Letzten beiden hoffentlich. Vielleicht auch nur diese. So, betreff, ich benötige dringend Hilfe, da ich keine Ahnung von Renovierung habe. Zum Glück habe ich das schon nach etlichen Hausüberstreams. Hallöchen. Ich habe ein Großhäuschen erworben. Nur muss es grundlegend renoviert werden. Leider hat mich mein Mann verlassen. Mein Beileid. Die Kinder habe ich enterbt. Ich nehme das zurück. Das mit dem Beileid. Und ich selbst habe keine Ahnung von Renovierungsarbeiten oder gar Aufräumen. Ich werde vielleicht das Haus weiterverkaufen, möchte aber ein wenig daran verdienen, weswegen es in einem Top-Zustand sein muss. Räumen Sie bitte alles auf, streichen Sie die Wände eine schöne helle Farbe, mit der Flur in hellem Orange erstrahlen soll. Tauschen Sie die Toiletten aus und denken Sie bitte die Heizkörper in jedem Raum. Okay. Machen wir mal einen Speedrun, so schnell wie es geht. Zack, zack, hier durch abhandeln. Wenn ihr nicht durchs Rohr reden, kann ich auch nicht mehr. Okay. Bye. Speedrun, sagt er. Aber die Verschmutzung auf. Die Matte muss aber auch weg. Okay, dann halt's halt. Zum Glück wird uns auf der Map gezeigt, wo die dreckigen Sachen sind. Okay, streichen. Zunächst Orange. Okay, dieses Orange sieht ja echt hässlich aus. Wenn der Kunde es will, die Kundin hier an dieser Stelle. Wir hatten im letzten Stream schon eine Kakophonie an Farben. Braun-beige Mischung, sage ich nur. Glasscherben auf dem Boden. Räumen wir den Müll auf. So, die Glasscherben auf. Ja, ich weiß, dass das Kakerlaken sind. Immer lange nicht mehr in dem Spiel. Muss eine frühe Quest sein, die wir lange ignoriert haben. Okay, Verschmutzung reinigen. Hier sehe ich noch was. Hier ist auch total verschmutzt. Wie ist denn das bis an die Decke gespritzt? So, Fenster reinigen.
Da habe ich auch schon Schlechteres gesehen. Okay, Farbe weiß. Okay, ich glaube, das Spiel ist verpackt. Ich kann diese Teil der Wand nicht streichen. So, dann mach's gleich. Eine Heizung müssen wir gleich auch noch aktivieren, montieren. So. Okay. Die Geräte montieren. Eine Heizung. So, haben wir das nächste Zimmer fertig. Große Güte. Was hier mal los ist. Die Scheiße, wurde das vorher eingesaut. Aber da hatten wir, glaube ich, in früheren Aufträgen schon schlimmere Wohnungen. So, ich kann sie alle verunreinigen. Und besser putzen. Fenster reinigen. Okay, Kaffee und Milch. Glühbirne reparieren und Heizung montieren.
Okay, wir reparieren mal die Glühbirne. Sehen wir gleich. Oder jetzt. Glühbirne reparieren hatten wir noch nicht. Habe ich noch nicht gelernt. Ich kann mich, das stimmt nicht, ich kann mich daran erinnern, hatten wir einmal. Irgendwie. Diese Farbe soll Kaffee und Milch sein. Okay. Hat jemand noch nie Kaffee und Milch gesehen? Okay. Das ist ein bisschen eine Farbbeschreibung. Trinkt jemand seinen Kaffee immer schwarz? Keine Ahnung, wie Kaffee mit Milch aussieht. Schlimmstes beim Malen immer das Fenster. Oder die Fenster. Und hier die Innenseiten und da auch die, die oberen Seiten. Und hier so einzeln. Deswegen mache ich das jetzt hier diesmal wieder. Was wollte ich sagen? Mache ich das diesmal wieder als erstes. Ich habe auch heute Sprachprobleme. Die Dame will hier auch ihre Wohnung in den hässlichsten Farben überhaupt. Das soll mich aber nicht stören. Ich muss sie hier nicht unten wohnen. Sag nicht, der Farbeimer hat nicht gereicht. Auf dieses Zimmer. Skandalös. Okay, Glühbirne. Von welcher Glühbirne ist hier die Rede? Ach, hier. Glühbirne ausgewechselt. Wie viele Zweige braucht es, um eine Glühbirne auszuwechseln? Offensichtlich einen. So, das nächste Zimmer bestanden. Ach du Scheiße. Wenn ja alle Zimmer gelb. Okay, Verschmutzung reinigen.
das müssten wir haben. Flusig wird jetzt gestrichen. Also fast gelb. Möbel rein soll nicht. Nur streichen und Gerätschaften montieren. Macht es umso leichter für mich. Das jetzt erstes. Na komm. Ich hoffe, das Haus hat nicht noch ein Dachgeschoss. Ein Obergeschoss. Den wir dann auch noch färben müssen. Dieser Farbgeschmack hier. Eine Steckdose müssen wir reparieren. Erstmal die Kontakte fassen. Ich hoffe, der Strom wurde vorher ausgesteckt. So, Glühwein wechseln. So, die Heizung. Und jetzt auch orange malen. Ich meine, fühlt sich. Übergang von Orange zu Gelb. Bach. Auftrag beenden können wir, aber da kriegen wir nicht das richtige Geld. Ne, das wollen wir schon zu Ende machen. Wenn, dann aber richtig. Halbfertigen Auftrag abgeben, das ist eindeutig nicht drin. Okay, Steckdose reparieren.
dazu stellen wir die Stühle erstmal hin. Wo ist besagte Steckdose? Da ist besagte Steckdose. Müssen wir ein bisschen suchen gehen. Und das suchen wir wieder zurück. Und blau streichen. Nachher ist, wenn ich das richtig sehe, noch ein Zimmer übrig. Nicht noch irgendwelche Überraschungen kommen. Auf dem Minimap sehe ich, dass da noch ein Zimmer schmutzig auf uns wartet. Ich will das natürlich zu 100% schaffen. Das ist schon mein eigener Anspruch an mich selbst. Na komm. Manche Flächen verstecken sich immer ein bisschen. Da muss man dann näher ran. Position und die Perspektive ändern. Zimmer mit zwei Fenstern. Doch mal großartig. Okay, eine Wand noch. Großartig. Es ist groß und es ist artig. So, ich dachte, das ist schon alles geschafft, um wir können es beenden. Was ist denn hier los? Sieht ja fürchterlich aus. Ach du Scheiße. Ich meine, das Klo hier. Strafe dein Klo. Das Klo ist eine einzige Verschmutzung.
ist unmoralisch. Fenster rein. Komme hier nicht mit Moral in dem Spiel. Wand fließen legen, da sicher. Die Duschkabine lässt sich nicht öffnen. Auch nicht schon wieder das Grün. Aber schon mal irgendwo in einem Kindergarten war das, glaube ich, ein Auftrag in diesem Spiel. Dann war hier die grüne Fliesen, grüne Bodenfliesen, grüne Wandfliesen. Das sah sehr interessant aus am Ende. Nachzugucken auf YouTube. Ah, jetzt haben wir 50%. Ich diese Stellen hasse. Diese Fliesen verlegen. Können wir diese Wand einfach mal. Dann machen das rechts dann. Dafür haben wir eine 3-Pakete gekauft. Fantastisch nachgedacht. Die fließen mir nicht schlecht. Aha. So, jetzt Boden fließen legen. Geht zum Glück relativ schnell. Sehr schnell. Okay, in der Waschmaschine so hier rein. Toilette. Waschmaschine, das muss natürlich schon aufgedreht werden. Der wird sich ganz oft gedreht. Schlechtes Wortspiel ever. Kopfkratz.
Okay, eine Toilette montieren. Das Pink passt so schön zum Grün, finde ich. Okay, eine Heizung. So, das sieht noch 100% aus. Orange. Fenster lassen wir offen, dass das wieder einsteigen kann. Ist ja spektakulär, aber ja. Nach beiden 100%. Jo. Sehen wir, dass wir in Amerika sind. Kommentar sagt alles. So, und da sehen wir, dass wir in Deutschland sind. Der Name sagt alles. Guten Tag, ich habe ein großes Haus gekauft, in dem mir fürchterlich ein zweites Badezimmer abgeht. Steht da wirklich? Schon eine Woche nach dem Einzug bin ich zu diesem Schluss gekommen. Ich weiß jetzt genau, dass ich es sicher nicht mehr länger ohne aushalte. Neben der Küche gibt es einen Raum, die sich meiner Ansicht nach ideal für ein Badezimmer eignet. Das bin ich da. Ja. Ich glaube, es sind sogar die nötigen Anschlüsse vorhanden. Außerdem müssten die Wände im Schlafzimmer frisch gemalt werden. Für die große Bernd. Auf geht's. Zerstöre die Wände. Oha. Gerne. In Bernds Haus rein und die Wände zerstören. Nicht gern. Dann zeige ich es raus. Hier im Spiel. Nennen Sie Anordnung der Wände. Die Räume. Da muss noch eine Wand weg oder wie? Nicht, dass ich jetzt zu viel abbaue. Okay. Soll er bleiben oder? So was nun? Ist alles fertig? Du wirst nur das Bad. Das Regal verkaufen. Da sind die Anschlüsse. Wandfliesen liegen.
Ach, die Bohnen fließen, die kommen uns doch bekannt vor. Bohnen fließen. Fangen wir hier an. Dann würde ich das noch machen und die anderen Wände würde ich mit anderen Farben machen, mit anderen Tapeten, mit den anderen Fliesen. So, die Fliesen hier. So, fertig. So, Toilette. Wo kann ich überhaupt hin? Die gute Toilette. Uns hin montieren. Eine Dusche. Muss jetzt mal aufgeschraubt werden. Okay, was sind die billigste? Kostet sogar 1000. Mit 300, 400, 100. Die ist am billigsten. Und auch am hässlichsten. Waschbecken. Erstmal aufdrehen.
Knöpfe, Waschbecken, Rot, Gold und Schwarz. Wird gefallen. Befürchte ich fast. Habe ich jetzt erst realisiert, dass dir jetzt das gesagt habe. Die Farbe. Ich kaufe einen Spiegel. Passt perfekt. So, alles fertig. Ach, das ist doch dasselbe, dasselbe Modell wie hier. Wir haben schon mehreren Aufträgen. Das ist ganz wichtig. Auf eigene Kosten. Prozent des Auftrages. Okay. Was müssen wir noch machen? Ah, streichen mit Farben, Reiz oder Lavendel und heller Lavendel. Okay. Zu dem Grün dazu. Ich werde es mal versuchen. So, in dem Schrank nochmal dann. Aber gleich. Okay, es zählt offensichtlich in die Mitte. Nicht gefärbt werden. Der Vollständigkeit selber.
Fantastisch. Noch irgendwas, was wir hier machen müssen. Hier das Zimmer nicht. Hübsche Fahne. Himmlisches Blau. Das schaffen wir jetzt auch noch. Erstmal in den Fenstern, das ist das Schlimmste vorbei. Das sieht ja dann mal hässlich aus. Wohl passt zu dem Hocker. Das war erst 97%. Wo fehlt hier noch Farbe? Ach, hier fehlt noch Farbe. Aha. Ich bin vielleicht übersehen. Das ist natürlich blöd, wenn man dann hier. Irgendwo vielleicht nicht 100% gestrichen hat. Ach, hier ist noch ein Fleck. Oder nicht? Ja, oder nicht? Hier sehe ich noch was. Also, sagen wir aber immer noch nicht 100%. Irgendwas fehlt hier noch. Das Badezimmer ist es nicht. Aha, hier müssen wir nochmal schläfriges Blau streichen. Wieder die Fenster zuerst.
glaube, das unser letzter Auftrag ist. Wenn wir uns gleich nochmal austoben hier. Mal ein bisschen was versuchen. Was man sonst nicht gemacht hat, wenn man einfach die Aufträge gut abschließen wollte. Und wohl ein oder zweimal habe ich es auch schon mal gemacht. Was anderes zu machen. So, Auftrag 100% erfüllt. So. Was wollen wir machen? Durch Sachen entdeckt. Ich glaube, das wird uns erlaubt werden, weil wir hier wurde zum Auftrag nicht abgezogen. Ich kann das jetzt nicht tun. Wir werden sehen. Ich kann das tun. Ist doch nur hübsch. Wird bestimmt keine Beschwerden geben. Einfach neu gemalert werden, ich meine. Was gibt's hier noch für Items? Türen. Für das Haus braucht mehr Türen.
Und leider kann man die nicht einfach so hinbauen. Kostet mich am Ende bares Geld, aber was so ist. Ein Türenflur. Nicht bares Geld, nicht, aber ein Spiel. Fantastisch. Das sind Gemischtüren. Ich glaube, ich komme hier nicht mehr raus. Wenn er einreist, dürfen wir nicht mehr. Hier durch die Hintertür. Möchte kein Geld auf die Art und Weise verdienen. Ach. Dachte, so eine hübsche Tür ausbauen. Müssen wir die Fronttür ausbauen. Okay, Aufgabe beendet. Ich hätte einen Screenshot machen müssen. Was ist denn dieser militante Typ da unten? Screen. Wir haben alle Aufgaben. Alle Aufträge haben wir gelöst, die es im Spiel gab. Da sehen wir es, wir sind durch. Kleiner Gang durchs Haus noch und durchs Büro zum Abschluss. Hier haben wir das Wartezimmer. Hier geht's raus. Das Klo, was wir eingerichtet haben. Das Bad. Das ist das Schlafzimmer. Das Wichtigste. Dann geht's runter in den Bunker. Und geduscht. Und dann rein in den heimeligen Bunker. Ja, hier fühlt man sich doch zu Hause. Das Bad. Dieses Schlafzimmer. Da geht's wieder raus. Könnte man auch durch die Hintertür rein. Durch die Vordertür wieder raus. Joa. Können wir uns woanders hin? Hier könnte noch ein Auto stehen. Ich weiß nicht, wer da rankommt. Tja. Und dann gar nicht. Hier wäre Zubehör, haben wir noch eine Sache. Falls das irgendwann mal zu Weihnachten wieder spielen. Steht noch im Stollen bereit. Ist dann total gammelig, wenn wir wiederkommen.
So. Ich würde sagen, wir machen Schluss hier im schönen Arbeitszimmer. Joa. Da würde ich immer sagen, das war's mit House Flipper. Wir haben alle Aufträge erledigt. Wir haben das Büro eingerichtet. Das Spiel ist durchgespielt. Wir haben das Spiel durchgespielt. Was war jetzt? Wir haben auch keine anderen Aufträge mehr. Also wir könnten jetzt noch Häuser machen. Stimmt, das geht. Wir könnten auch Häuser kaufen, die aufwerten, die verkaufen, dafür Geld sammeln und dann irgendwann die Burg uns kaufen und dann da uns eine Burg noch einrichten. Aber das ist, naja, das tut jetzt auch nicht Not. Ich würde sagen, das Spiel haben wir beendet, haben wir durchgespielt. Viel gesehen, viel gemacht. Danke fürs Zuschauen bei dem Let's Play, live auf Twitch und auf YouTube in den Stream-Aufzeichnungen. Joa. Ciao YouTube. Danke fürs Zuschauen. Schaltet beim nächsten Let's Play wieder ein. Bleib ich nach oben, wenn es euch gefallen hat. Glocke aktivieren. Abo da lassen, Kommentare schreiben. Wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Haut rein. Ciao.